Ja, meine lieben, sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5. Der Danny spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns heute mal auf der Strecke Kassel-Würzburg und haben die Aufgabe, diesen Fernzug, diesen ICE 3 BR403 von Fulda bis nach Kassel-Wilhelmshöhe zu fahren. Und zwar ist das ein ganz normales, offizielles Fahrplanszenario, denn es geht darum, euch ein neues Soundmod oder einen neuen Soundmod vorzustellen. Diesmal wieder von der Seite www.chainsimcommunity.de und zwar von dem lieben Nutzer @miron0117, so nennt er sich, der mich dezent mal darauf hingewiesen hat. Ich möge doch gerne mal seinen Soundmod vorstellen und genau das mache ich heute. Ich habe gerade schon mal reingehört, habe es leicht angespielt. Es ist wirklich sehr gut geworden, finde ich. Und ja, ihr werdet gleich Zeuge davon und ihr könnt dann gerne mal Feedback hinterlassen, Kommentare hinterlassen, wie ihr das findet. Ihr seht, ich habe die Türen gerade geöffnet. Die Leute strömen heraus. Ich hoffe, es steigen auch viele wieder ein. Wir haben gleich Abfahrt um 8:15 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, oder 9:15 Uhr war es, glaube ich, Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Eine gute halbe Stunde fahren wir mit dem 3er ICE. Ja, wie gesagt, der Soundmod von Miron0117 ist wirklich sehr gut geworden. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal dann Feedback hinterlassen, wie ihr das findet. Ich glaube, das würde ihn auch sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen daran, unseren Zug jetzt hier noch weiter aufzurüsten und die Fahrgäste einsteigen zu lassen und dann, ja, soweit abfahrbereit zu werden. Genau. Dann würde ich sagen, wir haben soweit eigentlich alles eingestellt. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Spitzensignale sind eingestellt. AFB habe ich eingestellt. Zugsicherungssysteme sind eingestellt. Türen sind geöffnet. AFB ist auf 40 gestellt. Genau. Dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Wir können den Schaltschrank hier noch zumachen. Genau. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Mal kurz unseren Zug anschauen, der soweit alles in Ordnung ist. Das sieht aber gut aus. Wir haben eh noch bis 9:15 Uhr Zeit, das sind ja noch ein paar Minuten, ein paar Sekunden und ja, das sieht eigentlich alles soweit gut aus. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Ich hoffe, das bleibt so, dieser 28. September 2024. Genau, morgen bin ich in Koblenz. Genau, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. So, dann würde ich sagen, nehmen wir Platz und warten darauf, dass wir Ausfahrt bekommen, dass der Zugchef uns anruft und uns die Ausfahrt erteilt. Genau. So. Das ist soweit der Fall. Dann können wir rechts verriegeln, hören uns das mal draußen an. Genau. Und dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Da kommt zum Höhepunkt die Ausfahrt. Ja, doch, ich finde, das hat was. Also definitiv kann man nicht verneinen. Das hört sich definitiv anders an. Muss man wirklich sagen. Wunderschön, wunderschön. Also ihr könnt da gerne mal Feedback hinterlassen, wie euch das Ganze gefällt.
wollte ich nicht. So, ich wollte das hier. Sie können die AfB doch auf volle Stufe legen, weil wir natürlich LZB fahren. Das heißt, wir können noch voll aufschalten und die hart ausmachen. Dann fahren wir 86 Kilometer bis Kassel. Das Makro hört sich auch anders an. Der Soundmod ist im Moment nur für die Strecke Kassel-Würzburg verfügbar und nur für den ICE3 BR403. Ich weiß nicht, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Die Information habe ich leider noch nicht. Aber es ist mittlerweile, vorerst wie gesagt, nur für die Strecke Kassel-Würzburg verfügbar und nur für den ICE3 Baureihe 403. Also auch nicht für den 406er, sondern nur für den 403. Also das wollte ich euch vielleicht noch sagen, dass ihr euch wundert, dass es auf anderen Strecken nicht verfügbar ist. Wir haben jetzt gute 80 Kilometer noch bis. Kassel-Wilhelmshöhe. So, ihr wisst ja, wir haben eine Geschwindigkeitsveränderung auf 200, aber das ist ja nicht das große Problem. Ihr wisst ja, Soundmods sind immer wieder eine sehr angenehme Sache, besonders wenn es dem Vorbild relativ nahe kommt, finde ich, muss man wirklich sagen, gefällt mir. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön durch die herbstliche Landschaft. Ihr seht es an den Bäumen. Dann seht euch das doch mal hier an. Dann seht euch das doch hier mal an. Da machen wir doch jetzt gleich mal ein wunderschönes Foto von. Das ist doch einfach nur traumhaft, oder? Diese herbstliche Landschaft und dann dieses Bild. Das ist doch einfach zum an die Wand hängen. Oder? Sagt mal ganz ehrlich, das ist doch einfach nur wunderschön. Das kann man nicht anders sagen. Was ein göttlich schönes Bild. Das ist doch einfach nur saugeil. TSW Trainspotting, nehmen Sie Ihr erstes Foto im Fotomodus auf. Ich habe zwar schon ein paar mehr aufgenommen, aber gut, nehmen wir das so mit. Die Errungenschaft, auf jeden Fall ist das ein richtig schönes Bild. Das kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich wunderschön. Das ist, allein dafür ist die Strecke doch schon wieder geil, oder? Diese Viadukte hier und dann diese Aussicht, dieses
Das ist wirklich zum über ein Bett an die Wand hängt. Das muss man wirklich mal so sagen. Das ist einfach nur wunderschön. Wunderschön. Vor allem diese herbstliche Landschaft dabei, diese. Ach, das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur wunderschön. Ein Traum, ein Traum. Wirklich ein Traum. So, wir fahren hier locker 250 mit unserem ICE3, mit dem Soundmod von Miron 0117, so nennt er sich. Jetzt nichts Falsches sagt, Admiron 0117, genau. So heißt der bei YouTube und hier heißt er auch beim changesimcommunity.de. Also, falls ihr da irgendwie noch mehr Informationen wollt, könnt ihr den für da vielleicht kontaktieren in Form von Kommentaren? Genau. Von dem stammt dieses Soundmod. Ich finde ein sehr schönes Soundmod. Kommt dem Vorbild sehr, sehr nahe, zumindest beim Anfahren. Ja. So, jetzt werden wir hier mal leicht gebremst. Auf die vorangekündigten 200 kmh. Haben wir jetzt noch gute 64 Kilometer, 20 Minuten circa noch, bis wir dann in Kassel sein sollen. Ich denke mal, wenn es jetzt hier keine großartigen Schwierigkeiten gibt, dann sollten wir das eigentlich überpünktlich schaffen. Und wenn ihr das den Soundmod sucht, aber ich setze euch auch den Link unter die in die Videobeschreibung, damit ihr dann sofort wisst, wo ihr das auch zu finden habt. IC leider ohne Steuerwagen. Ah, ja, ihr könnt selber bewerten. Wie vor 200. Das ändert sich jetzt in dem Moment. Ihr seht die gelb-rote Nadel, die hat sich mittlerweile schon wieder auf 250 bewegt und da werden wir jetzt gleich, wenn die Steigung hier zu Ende ist, auch hinbewegen. Im Moment haben wir doch ziemliche Steigung hier von 1,3%. Deswegen das doch ein bisschen dauert, bis wir die Geschwindigkeit erreicht haben. Es gibt sich aber gleich.
So, wir können ja auch gleich mal versuchen, ein bisschen Root-Hopping zu machen. Das soll ja auch irgendwie möglich sein. Und das möchte ich auf jeden Fall mal probieren. Ihr das auch mal seht. Ich lese gerade nebenbei ein bisschen, deswegen wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen still bin gerade. Probier das gleich mal. So, hier sind es jetzt noch gute, ja, eine gute Viertelstunde, 44 Kilometer bis Kassel. Mit unserem ICE 1015 ist das, glaube ich. Ich mich jetzt nicht ganz vertue. 1590 von Frankfurt nach Berlin Ostbahnhof. Also wie gesagt, das wäre natürlich, auch wo ich das jetzt gerade lese, von Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Das wäre natürlich mega, wenn man das irgendwie mal verbinden könnte, dass man wirklich von Frankfurt bis Kassel fahren könnte und dann vielleicht sogar weiter bis Berlin. Ich weiß, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, aber es wäre natürlich mega, wenn das wirklich mal möglich wäre, das Ganze so weit zu erweitern und zu verbinden, dass man da hochfahren kann. Das wäre wirklich schon richtig, richtig schön. Eine ganz, ganz tolle Sache, wenn das mal möglich wäre. So, 37 Kilometer noch. Ich bin auch gespannt, wenn wir dann nachher bremsen, wie sich das anhört.
Aber ich muss sagen, bis jetzt ist der Soundmod wirklich sehr gelungen. Das geben auch die Kommentare wieder auf der Seite. Also dem Ganzen kann ich nur zustimmen und ja, absolut gelungen, absolut genial. So, jetzt kommen die angekündigten 200. Ich denke, wir liegen gut in der Zeit. Wir haben jetzt halb durch, Viertelstunde noch, 16 Minuten. Aber gut, Viertelstunde noch, wir haben schon 31. Für 30 Kilometer sollte eigentlich ausreichen. So ein wunderschönes Bild. Ach, seht mal, wie schön ist das denn? Da kommt der Gegenzug. Trainspotting at its best. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Schade, ich hätte beide kriegen können, aber egal, dann mach was halt so. Ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der Gegenzug ankommt. Dann auch noch Doppeltraktion. Wie schön ist das denn? Dann nehmen wir das auch mal mit, das Bild. Das ist doch einfach nur schön. Na, warum geht das denn jetzt nicht höher? Ich will nicht so tief. Vielleicht, ach, ich kann nicht höher, oder? Doch, dann machen wir es vielleicht mal von der anderen Seite. Vielleicht kriegen wir das da besser hin. So, super, auch wieder 2,50. So, in letzter Zeit kam ja von mir ein bisschen wenig Content, aber das liegt natürlich daran, dass ich auch unter der Woche arbeiten bin und deswegen habe ich unter der Woche leider so gut wie keine Zeit, euch da Content zu bieten. Aber ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Ja, wenn ihr gerne mal wieder Livestreams sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gern bereit, mal wieder einen Livestream zu machen. Ihr könnt auch das Thema gerne vorschlagen bzw. bestimmen, dass unter dem da der Livestream dann stattfinden soll. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Vorschläge habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja.
Es sollte schon genügend Interesse da vorhanden sein, damit ich den Stream auch mache, weil für 2, 3, 4, 5, 6 Personen ist das ein bisschen mager, finde ich. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir haben jetzt noch 19 Kilometer, gute 12 Minuten bis Kassel. So, das ist ja mal ein rotes Signal anscheinend. Irgendwo, irgendwann. Auf jeden Fall zeigt der die LCB 0 an, also 0 km/h. Ihr könnt euch auch generell oder ihr könnt mal generell unter die in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für Videowünsche habt, was ihr euch da so wünscht. Und ich versuche das dann entsprechend umzusetzen, wenn es möglich ist. Und ja, würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr da eure Wünsche reinschreibt, was ihr gerne noch sehen wollt. Ich habe euch ja schon. Ich habe ja schon in der Community gepostet zum Special von 100.000 Abonnenten, was ich da vorhabe. Und ihr habt ziemlich deutlich abgestimmt. Denn es soll der ICE 1 werden von, ich muss gerade mal schauen eben, ich glaube, das war, einen Moment, ICE 1 von München über Würzburg nach Fulda und Frankfurt und Kassel. Also wir würden auf der Strecke München-Augsburg starten, würden dann von Augsburg nach München fahren, dann von Würzburg nach Fulda, nach Frankfurt und dann wieder auf die Strecke Kassel-Würzburg nach Kassel. Das wird episch, das wird episch. So, es sind jetzt noch gute 5 Kilometer, dann können wir den Hut auch mal anlassen. So, dann sind wir jetzt gleich in F Kassel. Da kommt der einer. Also der soll es dann sein zum Special von 100.000 Abonnenten, mit dem wir dann
von Süden aus, von Süddeutschland Richtung Kassel fahren, über Würzburg, Fulda, Frankfurt, schließlich bis Kassel-Wilhelmshöhe. Das wird Roadhopping at its best. So, dann sollte die LZB uns jetzt gleich geschmeidig runter auf Null bremsen am Bahnsteig. Das ist nämlich das Schöne hier auf der Strecke. Man braucht hier fast nichts selber machen, nur Siefer drücken. Bahnsteig 3 werden wir anhalten. Ach. Ach schön, ich liebe die LZB. Ich liebe die LZB. Genau deswegen. Dieses automatische Bremsen, das ist einfach nur schön. So, das war unsere kleine Fahrt von Fulda bis nach Kassel-Wilhelmshöhe mit dem neuen Soundmod. Für den ICE 3 BF403 VS nur auf dieser Strecke verfügbar. Von dem lieben Miron 0117. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss sagen, der ist dir wirklich gelungen. Ja, also wir sind da auch total überpünktlich, wie ihr seht. 4 Minuten zu früh. Aber so ist das halt. Besser zu früh als zu spät. Also wie gesagt, das war die kleine Fahrt. Ich werde euch den Link unter in die Videobeschreibung packen und ja, dann könnt ihr das gerne selbst in Anspruch nehmen. Wie gesagt, lieber Miron 0117, vielen, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht, das Ganze vorzustellen. Hat sich sehr gut angehört, auch das Anhalten und so weiter. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir aber gar nichts. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.